Hallo zusammen, da bin ich wieder, euer Gotti. Und heute gibt es einmal ganz gesondert das Thema Pyramidentraining, und zwar die umgekehrte Pyramide. Ich habe schon mal in einem anderen Video erwähnt, dass das umgekehrte Pyramidentraining für mich so ziemlich das Beste ist. Das sollte ungefähr 70-80% eures Trainingsplans da draußen einnehmen. Das sollte das normale Training werden, weil es auf logischen Prinzipien aufbaut. Warum das so ist, erfahrt ihr in dem Video, das werde ich hier nicht mehr klären. Nur noch einmal ganz kurz, das normale Training, wo wir ein Gewicht benutzen, bis zum Ende gehen, das ist immer die Voraussetzung fürs Pyramidentraining, um das zu ermessen, ist eigentlich, dass wir bis zum Ende gehen, weil dadurch ergibt sich so ein bisschen die Natürlichkeit. Das heißt, jeden Satz bis zum Muskelerschöpfen gehen. Natürlich können wir die Wiederholung auch so reduzieren, allerdings entrückt das so ein bisschen den Sinn des Pyramidentrainings. Also normalerweise haben wir ein Gewicht, sagen wir 100 Kilo beim Bankdrücken, und wenn wir das bewegt haben, so oft wir können, und dann 2-3 Minuten Pause lassen, dann werden wir es beim nächsten Mal nicht nochmal so oft bewegen können. Wir werden nicht nochmal 10 Wiederholungen schaffen. Also schaffen wir beim nächsten Mal nur noch 9, 8, 7, meistens sind es so um die 2 Wiederholungen weniger, 8, sind dann am Ende angelangt, können keine mehr machen. Lassen wieder 2-3 Minuten Pause, und was passiert danach? Wir können nur noch 6 und so weiter, bis wir keine Wiederholung mehr mit dem Gewicht schaffen, weil der Muskel wirklich K.O. ist. Jetzt drehen wir das Ganze um. Wir wollen erst mit dem schweren Gewicht starten. Und jetzt zeige ich euch nochmal genau, wie das aussieht. Denn hier ist es ganz wichtig zu wissen, es gehört immer dazu, dass wir auch wirklich bis zum Ende gehen. Denn sonst macht das relativ wenig Sinn, sonst suchen wir einfach nur uns einen Wiederholungsradius aus. Ich demonstriere das jetzt mal hierbei, allerdings mit gefakten Gewichten, weil ich jetzt keine Lust habe, mich dafür extra aufzuwärmen. Ich gehe ran und habe mich aufgewärmt, richtig gut aufgewärmt. Das ist beim umgekehrten Pyramidentraining unheimlich wichtig, das ist das A und O, denn sonst verletzt ihr euch irgendwann, so oder so. Denn ihr müsst euch vorstellen, ihr fangt mit dem maximalen Gewicht an, das ihr bewegen könnt, wozu euer Muskel, den ihr jetzt trainiert, fähig ist. Und mit maximal meine ich nicht eine Wiederholung, maximal für den Wiederholungsbereich, den wir uns ausgesucht haben, und der ist im Kraftbereich. Das heißt 4, 5 oder 6. Meistens sagen wir mal 6 Wiederholungen. Wir bleiben im Hypertrophiebereich, aber da ist es das Niedrigste. Das bedeutet relativ hohes Gewicht im Bodybuilding-Bereich, und mehr Gewicht werdet ihr im gesamten Training und der gesamten Woche wahrscheinlich nicht mehr bewegen für diesen Muskel. Also haben wir jetzt das Ziel, 6 Wiederholungen zu machen und vorher uns nicht zu erschöpfen. Wir wärmen uns auf, ja, der Rücken soll absolut warm sein, die Schultern, alles was dazugehört, der Bizeps, aber ihr sollt noch keine Energie des Muskels verbraucht haben, denn ihr wollt diese Leistung steigern. Und das ist auch ganz wichtig, um das Ganze zu tracken. Ihr trackt vor allem diesen ersten Satz, diese ersten 6 Wiederholungen, und die könnt ihr auch besonders gut tracken. Wenn ihr schon vorher ein bisschen teilerschöpft seid, schon 15 Wiederholungen, 12 bis zum Ende gemacht habt und dann irgendwann auf 6 kommt, kann es immer sein, dass ihr beim nächsten Mal auch 7 macht oder 5 macht oder ein anderes Gewicht macht, weil der Muskel schon angeschlagen war. Jetzt ist alles, was ihr gemacht habt, die ganze Woche über, der ganze Fokus ist da drauf, die ganze Ernährung, alle Aminosäuren, alle Energie, alles ist darauf aus, diese 6 Wiederholungen zu schaffen. Ihr seid warm, der Muskel ist warm, und jetzt legt ihr los und versucht, diese 6 Wiederholungen zu toppen und mit dem Gewicht zu schaffen. Das bedeutet, wir haben jetzt ein Gewicht eingestellt, machen dann unsere Wiederholungen, kriegen jetzt, sagen wir mal, genau 6 hin. Das sieht dann wirklich so aus, dass wir 5. Mehr hätte nicht mehr geklappt. Gut geschauspielt, oder? Das sind 6 Wiederholungen bis zum Ende. Noch eine positive hätte nicht funktioniert. Wenn ihr einen Trainingspartner dabei habt, kann er natürlich eine Intensivwiederholung obendran klatschen. Jetzt habt ihr diesen ersten Satz gemacht. Durchatmen. Pause. Und Pause, gerade bei 6 Wiederholungen würde ich euch empfehlen, mindestens 2 bis 3 Minuten. Ich würde sogar eher sagen 3 bis 4. Wenn ihr vor allem Übungen habt, die euer zentrales Nervensystem mehr belasten, Kniebeuge, Kreuzheben, dann macht ruhig 5 Minuten Pause. Gerade bei 6 Wiederholungen, nicht bei 10 Wiederholungen. Bei 6, weil ihr so viel Gewicht bewältigt habt. Ihr wollt mit Fokus wieder ran. Doch was ihr jetzt macht, ist beim nächsten Mal 8 Wiederholungen. Heißt, im Gegensatz zum normalen Training könnt ihr nicht das gleiche Gewicht benutzen. Denn beim gleichen Gewicht wisst ihr, ihr würdet beim nächsten Mal sogar weniger Wiederholungen machen. Also würde ich das Gewicht jetzt so lassen und ich habe nur 6 geschafft, würde ich beim nächsten Mal nur 5 oder 4 schaffen. Jetzt muss ich aber doppelt so viel schaffen. Also muss ich das Gewicht zwangsläufig absenken. Wie viel, das werdet ihr mit Erfahrung mal irgendwann sehen. Oft ist es so ein Richtwert von ungefähr 10 Kilo bei den meisten Sachen. Natürlich nicht, wenn ihr gerade Bizeps-Curls mit 10 Kilo macht oder so. Aber sagen wir mal, es sind oft so um die 10-15% weniger Gewicht. Bei manchen vielleicht sogar 20, müsst ihr aber rausfinden. Deswegen aufschreiben, tracken.
Ihr wollt jetzt 8 Wiederholungen schaffen. Ich habe jetzt weniger Gewicht eingestellt, jetzt sind die 3 bis 4 Minuten um. Und was mache ich? Ich gehe wieder ran, bin frisch, kann durchatmen. Ganz wichtig bei den Pausenzeiten, schaut euch ruhig gerne das Video an. Ihr sollt genug Atem haben und jetzt geht's wieder los. 1, 2, 3, 4, 5, es wird ernst, 6, 7, schaffe ich die 8. noch? 8, geht nichts mehr. Wieder gut geschauspielt, ne? Jetzt habe ich nur 8 geschafft, so würde das dann aussehen. Jetzt erhole ich mich wieder. Wir sind also jetzt nach dem 2. Satz, gleich kommt der 3. Satz. Und im 3. Satz will ich 10 Wiederholungen machen. Wieder 2 Wiederholungen mehr. Was muss ich wieder machen? Das Gewicht runterstellen, sodass ich gleich 10 hinbekomme. Und danach macht ihr das Ganze nochmal. Das muss ich jetzt nicht nochmal schauspielen. 2 Oscars sind mir schon sicher. Und dann habt ihr das Ganze mit 10 Wiederholungen. Vielleicht geht ihr auf 12 Wiederholungen danach nochmal hoch. Aber so sieht ein umgekehrtes Pyramidentraining aus. Und beim nächsten Mal, jetzt wird es interessant, die nächste Übung ist eine andere. Jetzt habe ich Latzug gemacht, danach mache ich Rudern. Und dann fange ich wieder an mit 6 Wiederholungen. Danach 8, danach 10. Das heißt, ich mache jede neue Übung nach dem gleichen Prinzip. Und das Gute daran ist, seht ihr ja in dem Video, dafür gibt es eine ganze Menge Sinn, vor allem, weil ihr mit dem maximalen Fokus mit dem höheren Gewicht bei der Übung anfangt. Was ihr natürlich auch mal ausprobieren könnt, ist es, nach den Übungen zu gehen. Das heißt, in der ersten Übung macht ihr grundsätzlich 6, 6, 6 Wiederholungen, bei der zweiten Übung 8, 8, 8 und bei der dritten 10, 10, 10. Warum ich das aber nicht unbedingt empfehlen kann auf Dauer ist, dass dann die Qual der Wahl gerade beim Rücken dabei ist, welche Übung ihr jetzt macht mit welchem Wiederholungsbereich. Denn gerade der Rücken, der hat so viele verschiedene Areale, dass ich es nicht empfehlen würde, Latzug dann nur mit 6, 6, 6 zu machen, während ihr Rudern mit 8, 8, 8 macht. Denn dann habt ihr nie den Muskelteil, der beim Rudern berührt wird, mal mit niedrigeren Wiederholungen und höherem Gewicht. Beim Bizeps geht das wiederum, da kann man das gerne mal so machen. Ich hoffe, das hat euch geholfen. Wenn ja, lasst es mich wissen. Schreibt mir in die Kommentare gerne, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr noch Fragen dazu habt oder wenn ihr mal andere Systeme hören wollt. Wie gesagt, das hier ist das Training, was ich hauptsächlich empfehle. Das solltet ihr immer machen. Und ja, das war's von mir. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich verabschiede mich, euer Gotti. Bis bald.